Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier die Geldfrau ist hier mit Teil 2 vom Kapitalmarktgipfel 2018 in München. Ich bin ehrlich gesagt etwas platt, weil die Vorträge, jetzt läuft gerade der 5. Vortrag und es ist schon ganz schön viel Stoff, der vermittelt wird. Und die Referenten sind alle sehr unterschiedlich und es macht viel Spaß, aber es ist auch ganz schön viel, was im Kopf womit der Kopf zu tun hat. Den provokantesten Vortrag hat Gerd Kommer gehalten, gleich nach der Mittagspause, damit alle gar nicht so in komatösen Schlaf verfallen. Sein Vortrag war Finanzielle Freiheit, ein populäres Konzept mit vielen Fragezeichen. Warum ein populäres Konzept? Die von euch, die gerne Blogs lesen und auch sich mit Finanzbüchern beschäftigen, wissen, dass seit einigen Jahren, seit etwa 3-4 Jahren, die finanzielle Freiheit ziemlich propagiert wird, ziemlich gehypt wird. Oder passives Einkommen ist auch ein Punkt finanzieller Freiheit. Also, dass man von quasi seinen Einkünften lebt und nicht arbeiten gehen muss, in Anführungszeichen. Kommer sagt, es gibt eben vor allen Dingen Blogs, die das thematisieren, es gibt Bücher und das etwa seit 3-4 Jahren. Vorher hat das gar nicht so eine große Rolle gespielt. Kommer meint, klare Sprache, klares Denken und er hat dazu eine ganz klare Meinung. Was ist finanzielle Freiheit? Es ist alles und sein Gegenteil. Das ist ein bisschen provokant. Danke, es funktioniert alles super. Ich danke euch. Also finanzielle Freiheit ist alles und sein Gegenteil. Erstmal ein bisschen verwirrend, aber Kommer steht dem sehr kritisch gegenüber und er hat das in einem sehr launigen, sehr pointierten Vortrag ausgeführt. Der Vortrag hat mir bisher eigentlich mit am besten gefallen und er veranschaulicht das zuerst, hat es an 5 Buchtiteln veranschaulicht. Zum Beispiel Bodo Schäfer, einer der, ich sage mal, Jünger der finanziellen Freiheit, Propagandisten. Er sagt, 1 Million in 7 Jahren können sie erreichen. Gerd Kommer hat dazu ein kurzes Rechenexempel aufgestellt und das im Grunde ad absurdum geführt. Dann gibt es zum Beispiel einen Buchtitel, der heißt Daytrading für Einsteiger. Ja, finanzielle Freiheit mit täglichen Handeln von Aktien und Optionen, das ist ja Daytrading, also ist auch eine seltsame Angelegenheit. Finanzielle Freiheit im Schlaf, Einkommen im Schlaf, auch eine interessante Vorstellung, meint er. Dann finanzielle Freiheit, wie ich mit 45 Jahren es geschafft habe, sorgenfrei zu leben, also nicht arbeiten gehen zu müssen, ist auch so ein Buchtitel. Oder Rente mit 28, ne? Dann sind wir vom Daytrading auf Faulheit, finanziell frei mit 45, sind wir bei 28. Und dann gibt es noch den finanziellen Minimalismus, das sind die Frugalisten. Alles diese Titel sind ernst gemeint, Kommer steht dem aber extrem kritisch gegenüber, hat das so eingeordnet in 5 Überthemen. Das sind so die Dagobert Ducks, die investieren, um reich zu werden. Die Hedonisten, die sehr viel verzichten, das sind die Frührentner dann. Und dann die Ökologen, die aus der Konsumgesellschaft aussteigen wollen, die sagen, gib wenig aus, spar ganz viel. Und die Frugalisten, die extrem spar sind. Also es gibt unter den Frugalisten Leute, die sparen 80% ihres Einkommens. Das ist schon heftig. Und gucken quasi in die Zukunft, leben für die Zukunft, aber gar nicht so richtig im Jetzt. Zumindest ist das die deutlichen Worte von Gerd Kommer. Und er meint, finanzielle Freiheit ist eine Illusion. Warum? Weil letztlich alle, die Buchautoren und auch die Finanzblogger, doch abhängig sind von einer Art Einkommen, nämlich in diesem Fall abhängig von dem Einkommen von Unternehmen, ne, über die Dividenden oder von anderen Zahlungen. Also sie sind nicht unabhängig vom Geld. Sie haben nur ihr risikoarmes Humankapital als Angestellte, teilweise in risikoreiches Humankapital auch umgeswitcht, wenn sie dann zum Beispiel selber Existenzen gründen oder als Blogger sie ihr Glück versuchen, weil sie dann ja das gesamte Risiko alleine tragen. Ne? Sie sind auch abhängig, die finanziell Freien, von risikoreichen Kapitalanlagen, ne? Das hatte ich schon angedeutet, und auch von anderen Abhängigkeiten, also ja. Gesundheit, Familie, Staat, ne? Die Kultur, in der man lebt. Alles das ist wirklich mit großen Fragezeichen versehen, das ist ja Kommers Oberbegriff gewesen. Und diese Abhängigkeiten, sagt er, lassen sich auch nicht beseitigen. Und deshalb ist das eben eine Illusion, diese finanzielle Freiheit. Auch müsste man diese, wenn man nur von Aktien zum Beispiel leben würde,
dieses Auf und Ab an den Kapitalmärkten macht ja sehr, sehr viel mit einem. Ne? Ich hatte vorhin von Jessica Schwarzer auch erzählt, die gesagt hat, wir Menschen sind emotionale Wesen und uns tangiert das immer, wenn die Börse hoch und runter geht. Das tangiert, wenn es um unser Geld geht. Und deshalb ist das, wer nur von Aktien, Dividenden zum Beispiel lebt, der macht echt richtig viel Stress durch, auch emotionalen Stress, weil wir uns davon nicht wirklich gut abkoppeln können. Kommer hat ein sehr interessantes Buch vorgestellt von Caleb Hill, Caleb mit C. Passives Einkommen ist ein Mythos. Also, dass man mit relativ wenig Aufwand einfach so irgendwie sein Geld verdient, von dem man lebt. Spannendes Buch. Und Kommer hat eingeworfen, naja, wer eine Immobilie kauft und etwa ja, 300.000 Euro investiert im Grunde, um dann vielleicht 10.000, 20.000 Euro Miete davon zu haben, der muss ja erstmal ordentliches Geld reingesteckt haben. Das versieht er mit einem ordentlichen Fragezeichen. Und ich finde das einen ganz interessanten Ansatz. Er sagt, 6 Trugbilder gibt es. Das Konzept ist der finanziellen Freiheit. Viele gehen von unrealistischen Nettorenditen aus. Manche sind Pfennigfuchser, damit spielt er auf die Fugalisten an, mit einer 80-prozentigen Sparquote. Dann gibt es auch Methodenirrtümer, wie er meint. Man muss verstehen, Kommer ist ein Theoretiker und kommt von der wissenschaftlichen Seite. Und die Zukunft wird wichtiger bewertet als die Gegenwart. Man lebt für die Zukunft, ja. Findet Kommer nicht so toll, findet er ziemlich unsympathisch, hat er gesagt. Und dass Arbeit als etwas Negatives gesehen wird, findet er auch unsympathisch. Denn irgendwie wissen wir ja alle, dass wir Menschen brauchen irgendwie eine Identität auch im Leben. Und Arbeit und unser Beruf kann uns Identität geben und gibt uns auch Identität. Und wir sind soziale Wesen und wir wollen auch gebraucht werden im Grunde. Und deshalb findet er das irgendwie unsympathisch und auch irgendwie komisch. Kindisch findet er, das hat er gesagt. Es basiert auf einer kindischen Vorstellung. Ich hoffe, jetzt gibt es keinen Aufschrei da draußen. Es basiert auf einer kindischen Vorstellung. Sein Fazit, ich mache es jetzt noch ganz kurz. Wenn dir dein Leben, dein Berufsleben so gar nicht passt, such dir einen neuen Job. Musst dann jetzt nicht deine finanzielle Freiheit suchen, aber such dir einen Job, der Spaß macht. Und wenn du meinst, du arbeitest zu viel, ja, dann mach halt jedes Jahr einen Monat Pause, unbezahlten Urlaub und mach irgendetwas anderes, damit du irgendwie ein besseres Gefühl kriegst. Und er sagt, die normalen Menschen, selbst wenn sie sparen, Vermögen also Geld anlegen, um Vermögen aufzubauen, die werden nicht reich. Es ist also eine Illusion, es ist ein Nap, es ist ein Vorgaukeln falscher Tatsachen. Das sollte man nicht lassen. So. Und typischer Kommer am Ende, er sagt, diszipliniertes Denken über Geld und Vermögen ist besser, als die finanzielle Freiheit anzustreben. War ein toller Vortrag, hat mir gut gefallen. Kommer ist auch ein launiger Vortragsredner, aber er ist auch relativ wissenschaftlich und sieht das alles sehr nüchtern, geht das sehr nüchtern an. Das Gegenteil davon, komplettes Kontrastprogramm, ist Christian Röhl von Dividendenadel. Christian ist ein aktiver Investor, hat Aktientitel von 100 Unternehmen in seinem Portfolio, war Investmentbanker, hat auch selber ein Unternehmen gegründet, was er für sehr viel Geld verkauft hat. Und er hat über das 4D-Prinzip gesprochen. 4Ds, das ist Demut, Diversifikation, Disziplin und Dividende. Natürlich als Dividenden-Adel-Blogger muss natürlich am Ende die Dividende kommen. Röhrl meint, es werden immer so viele Säue durchs Dorf getrieben, in den Medien oder auch von der Politik, von Institutionen, von Geld, Vermögensverwaltern. Da geht es um aktiv versus passiv, da geht es Aktie versus Fonds, also Einzelinvestment versus Fonds, Geld versus Kryptowährung. Also immer muss irgendwas im Kontrast stehen und immer sehr häufig gibt es irgendwelche Dramatisierungen. Er findet dieses, das ist alles Hyperzeugs um Geld, sagt er, lassen Sie das, das bringt irgendwie alles nichts, seien Sie demütig. Er sagt, ich weiß, dass ich nichts wissen kann, weil wir alle in die Zukunft schauen, das Leben ist unsicher und so ist auch die Börse. Irgendwie wissen wir das ja alle, aber man sollte es auch im Kopf wirklich haben und auch anwenden, das was man weiß. Also weg diesen ganzen Quatsch, sich auf das Wesentliche bei der Börse konzentrieren und sich nicht damit seine Zeit verschwenden mit diesen ganzen Hin und Her. Das ist sein Demutansatz, wirklich sich auf die fundamentalen Daten zu konzentrieren, wenn ich anlege,
Und das ganze Geschrei weglassen. Denn, das sagt er auch, die einzige Gewissheit, die wir haben beim Geldanlegen, ist, dass Unternehmensgewinne und Kursgewinne zusammen korrelieren. So, und das sollte man sich zu Herzen nehmen und im Grunde danach handeln. Na? Diversifikation ist ein zweites Stichwort. Da sagt er, dass man möglichst systematisch die Streuung der Risiken betreiben soll, dass es keine guten Branchen gibt, dass in allen Branchen über die Jahrzehnte es ein Auf und Ab gibt. In der Energiebranche, na, hatte man gedacht, ja, positiv, erneuerbare Energien, dann kam Fukushima, wurde auch ganz vieles wieder über den Haufen geschmissen. In der Gesundheit geht jetzt die Diskussion darum, dass die Medikamentenpreise gesenkt werden sollen oder auch im Consumer-Bereich, also Konsumentenprodukte, Lebensmittel und so weiter, ist jetzt eine Diskussion um den Zuckersteuer. Also in allen Branchen gibt es Ups und Downs von politischer Seite und deswegen, es gibt keine gute Branche, in die man immer gut investieren kann. Er plädiert für eine Diversifikation über alle Risiken hinweg, über alle Branchen hinweg, über alle Länder hinweg. Ne? Das ist sein Ansatz. Disziplin, sagt er, ist extrem wichtig, ne? Dieses emotionale Verhalten zu kennen, um sein eigenes Handeln zu reflektieren, zu emotionalisieren, also rauszukommen aus diesem emotionalisierten Handeln. Und er meinte, wenn du das Gefühl hast, du müsstest jetzt unbedingt deine Aktie verkaufen, weil es irgendwie runtergeht, geh lieber in den Wald und geh spazieren und guck dir dein Portfolio später an und fang nicht an, es zu optimieren, ne? Sondern lass es einfach liegen. Ein netter Spruch hat er ja gebracht, den fand ich ganz gut, Disziplin. Eine Aktie kann um 100% fallen, aber um 1000% steigen. Nach oben ist es offen, ne? Aber nach unten kann man es nur einmal komplett verlieren, ne? Und das finde ich einen ganz interessanten Gedankengang, der natürlich auch irgendwie, den man auch irgendwie weiß oder kennt, aber es ist immer gut, sich das mal wieder zu sagen. Und natürlich seine Dividende. Er ist ein Dividendeninvestor, aber er sagt auch, es gibt nicht die Dividendenstrategie und Dividende ist auch kein Fetisch. Es gibt verschiedene Vorteile von Dividenden, dass dann eben Geld auf das eigene Konto kommt. Was man kann damit machen, was man will, sagt er, das ist eine super, super, das fühlt sich gut an, natürlich. Und man kann es entweder reinvestieren, wenn man jünger ist, oder eben verkonsumieren, also verleben, sagt er. Er sagt nicht konsumieren, sondern verleben. Und die Dividenden helfen wiederum bei der Disziplin, denn wenn ich sehe, dass ich für mein Investment etwas zurückbekomme, dann bleibe ich auch dabei, bleibe investiert und verkaufe nicht, wenn die Aktien nach unten gehen. Das war sein Vortrag, ein sehr interessanter, ein sehr charismatischer Vortrag. Christian Röhl, also wenn ihr ihn mal sehen könnt, nehmt die Gelegenheit wahr. Er ist ein spannender, launiger und sehr kompetenter Referent und Geldanleger, von dem man viel lernen kann. Zum Schluss noch Finanzrocker Daniel Kort, möchte ich auch noch sagen. Er hatte sein Thema, da ging es um Humankapital, also uns selber, ne? Und die Investitionen in uns. Er hat keine einfache, sagen wir, Erwerbsbiografie. Er hat studiert, er hat für Zeitungen geschrieben, hat ein bisschen Fernsehen gemacht, hat ein eigenes Heavy Metal Magazin aufgebaut, was auch gut lief. Aber irgendwie hat er immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, den Job auch zu finden, hat teilweise bis zu 100 Bewerbungen geschrieben. Und als er aber angefangen hat, in sich selber zu investieren, also in seine Fortbildung, in seine Bildung und dann angefangen hat, den Blog aufzubauen als Finanzrocker und über Geld zu bloggen und Podcasts zu machen, wurde er eingeladen als Referent. Seine Podcasts, 90.000 Menschen hören im Monat seine Podcasts. Da sprang plötzlich sein Einkommen nach oben. Also das ist sein Credo, investiert in euch selbst, dann könnt ihr erstens euch verändern, beruflich vielleicht verändern, und zweitens könnt ihr dann auch im Grunde mehr Einkommen erzielen, und mit diesem mehr an Einkommen könnt ihr euch ein Vermögen aufbauen. Das ist so sein Credo, und er hat eine ganz interessante Formel zitiert, die Ray-Formel. Vielleicht wird es auch Ray-Formel ausgesprochen, das weiß ich nicht. Das ist Schmerz,
plus Reflexion ist gleich Fortschritt. Fand ich gut. Auf ihn selber bezogen hat er das mal erläutert, dass er sagt, also Vorträge halten, das ist für ihn schwierig gewesen am Anfang. Er hat das Feedback bekommen, das ist der Schmerz, ne? Die Reflexion. Dann war es ein besserer Vortrag. Oder seine Geldanlage. Er hat erzählt, dass er am Anfang ziemlich daneben gegriffen hat bei seinen Geldanlagen. Also die Investition plus die Reflexion ist weniger Fehler. Also wenn man sich diese Formel zu Herzen nimmt, mit Eigeninitiative etwas macht und durch den Schmerz geht, über seine Komfortzone hinausgeht, das reflektiert, dann erreicht man einen Fortschritt. Als Fazit seines Vortrags hat er gezogen, was zählt denn, um sich selber, ja, irgendwie ist das ein komischer Begriff zu sagen, ich bin mein größtes Asset, ne? mein größter Vermögenswert. Aber im Grunde genommen hat er das schon so gesagt. Wir alle sind unsere eigenen größten Vermögenswerte, aus denen wir das meiste Einkommen schöpfen. Und das können wir am besten schöpfen, wenn wir eben eigeninitiativ tätig werden und nicht den Betrieb verantwortlich machen, dass er uns keine Fortbildung zahlt, sondern eigeninitiativ handeln, nicht unnötig Zeit mit irgendwelchen Sachen verschwenden und produktiv arbeiten, um quasi den Fokus zu halten. Dann können wir mehr aus uns machen hinsichtlich des Einkommenserwerbs. Ne? Wie können wir lernen? Über Online-Plattformen zum Beispiel, Netzwerken, Bücher lesen oder auch Webinare besuchen im Internet. Das ist heute vielfältig möglich, sich ja fortzubilden. Und am Ende hat er erzählt, was so seine 5 Faktoren für den Vermögensaufbau mit Humankapital, also mit sich selber sind. Ne? Das ist erstens Ideen haben, zweitens Eigeninitiative, ist klar. Drittens durchhalten, viele geben zu früh auf, obwohl sie auf der guten Strecke sind. Viertens an der Produktivität arbeiten und fünftens auch ein bisschen Glück zu haben. Das brauchen wir natürlich immer alle im Leben. Aber an Daniel sieht man, dass es viel bringt, sich selber in sich zu investieren, weil sich dann ganz neue Möglichkeiten auftun im Leben. Man trifft neue Leute, man trifft neue, vielleicht Arbeitgeber, andere, die einen toll finden, die einen als Referent buchen. Oder es öffnen sich ganz neue Türen. Also, in diesem Sinne. Investiert in euch, habt Spaß mit Geld, ran ans Geld und geht auch gerne zu solchen Konferenzen. Das macht Spaß, die Leute sind hier ganz offen. Man kann mit allen Referenten einfach so ins Gespräch kommen und die geben gern auch ihr Wissen weiter. Also nutzt solche Konferenzen, um euch dem Thema zu nähern, um nachdenken, das mit dem Nachdenken über Geld anzufangen und auch definitiv dann anzulegen. Solche Veranstaltungen machen richtig Laune auf Geld und auf Vermögensaufbau. In diesem Sinne, nutzt den Tag noch, nutzt die Woche, habt eine gute Zeit und bis bald. Ich sage Tschüss vom Kapitalgipfel, Dani Partum, die Geldfrau. Adieu.